Thomas Schalbitz ist ein Maler, der sich permanent zwischen Abstraktion und Figuration bewegt. Er beschäftigt sich in dieser Ausstellung mit der menschlichen Figur. Er hat es vorher noch nie gemacht, dass er sich in einer ganzen Ausstellung einem Thema widmet. Es ist überhaupt sowieso die größte Ausstellung, die er eigentlich in so einer kompakten Form bisher gemacht hat. Er bezieht seine Malerei und seine Bildhauerei auf die Welt. Für ihn die Grundlage im Prinzip das Formenrepertoire unseres Alltags zu erfassen, und darauf bezieht er sich mit einer extremen Verfremdung. Ja, und diese Verfremdung, die geht so weit, dass er eigentlich permanent am Rande der Erfindung sich bewegt. Deswegen entsteht bei Thomas Schalbitz ein ganz eigentümliches, sehr individuelles Formenrepertoire, dass man erstmal überhaupt gar nicht versteht, wo kommt das her, wie entwickelt sich das. Da kommt ganz viel rein von einer sehr gegenwärtigen Symbolik, Ornamentik, es geht auch viel um die Oberflächen, es geht um so schematisierte Formen des Körpers, die wir aus verschiedenen technischen oder kommunikativen Bereichen kennen. Und das Ganze fließt aber wieder zusammen natürlich auch mit Formen, die er dann eben aus alten Vorlagen aus der Renaissance hat. Ja, also das ist schon wahnsinnig spannend, welche vielen sozusagen Wurzeln er eigentlich da zusammenführt. Das größte Gemälde in der Ausstellung ist One-Time-Pad, das titelgebende Gemälde. Das One-Time-Pad ist ein Verschlüsselungsverfahren, das nur einmal angewendet werden kann und das im Prinzip als unentschlüsselbar gilt. Und dieses Verfahren kann man auch auf die Arbeitsweise von Thomas Schalbitz sehr gut anwenden, weil in ihm ein Kodierungs- und Dekodierungsprozess stattfindet, den wir nicht unbedingt nachvollziehen können. Das Selbstporträt als bemalte Skulptur im Raum ist im Prinzip ein Zwischending zwischen Skulptur und Gemälde und ist auch eine schöne Formel für Thomas Schalbitz als Künstler selbst, da bei ihm Malerei und Skulptur völlig ausgewogen ist. Das ist, bei ihm spielt beides eine gleich große Rolle. Die Skulpturen haben eine sehr komplexe Materialität und auch Formensprache. Meistens sind das Hohlkörper und oftmals vermitteln die eine Massivität, die sie aber gar nicht unbedingt haben. Also oftmals sind die aus recht leichten Materialien gebaut. Zum ersten Mal in der Ausstellung überhaupt zeigt Thomas Schalbitz sein sogenanntes Sekundärmaterial. Wir versammeln das hier in einem sogenannten Archivraum und zeigen dort sowohl die formalen Bildvorlagen, die Anlässe für seine Gemälde und Skulpturen, als auch kleine Modelle und von ihm gesammelte Fundstücke. In der einen Vitrine geht es ihm um die Form. Da spielt nur die Form eine Rolle, deswegen hat er die zum Teil auch gelb angemalt, weil ihn die Farbigkeit ablenken würde. In dieser Vitrine geht es um die Stofflichkeit, um die Materialität. Auch das sind alles Fundstücke, die Schalbitz im Laufe seines Lebens zusammengesammelt hat. Und dieses Plexiglasmodell ist was dann zumindest vom Material her wieder in seinen Skulpturen auftaucht. Das sind allererste Ideenskizzen, die später überführt werden in Zeichnungen. Und für die Zeichnungen haben wir einen ganzen Raum hier eingerichtet. Das sind über 100 Zeichnungen, die alle das gleiche Format haben. Das ist Thomas Schalbitz wichtig, dass er einmal sozusagen das Format klärt, bevor er dann die Dimensionen festlegt. Also Thomas Schalbitz gehört ja zu einer Gruppe von Künstlern, die eben in Dresden studiert haben und stehen da natürlich in einer gewissen Malereitradition. Und ich kenne seine Arbeit jetzt schon seit den frühen 90er Jahren, habe das alles sehr lange verfolgt und halte ihn wirklich für einen der innovativsten und interessantesten Maler eben dieser Generation.